Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder zurück hier zu State of Decay. Letztes Mal haben wir ein neues Survivor für unser kleines Rudel hier gefunden. Ja, und nun merken wir haben zu viele Infektionsherde um uns herum, deswegen müssen wir uns da mal gerade drum kümmern. So, bevor wir das machen, brauchen wir aber mal irgendwen. Ich frage mal, ob ich ein paar Leute... was war das? Jetzt habe ich das Steam-Interface angemacht. Mein Gott. Gucke ich mal, ob ich noch ein paar Leute mitnehmen kann, damit wir nicht alleine rumlaufen müssen. Aber ihr seht auch schon auf der Map unten, dass um uns herum es nicht rosig aussieht. Also müssen wir uns mal gerade um diese Herde kümmern. Dazu brauchen wir aber irgendwie Leute. Denn allein will ich das nicht machen. Dann einmal noch kurz zum Tages-Nacht-Zyklus. Ich habe ja gesagt, ich muss mal gucken, man muss irgendwie pennen können oder sowas. Und nein, das kann man nicht. Bye. Ganz bewusst nicht. Die haben die Entwickler darauf verzichtet, dass es dem Spieler möglich ist, die Tag- und Nachtphasen zu skippen. Bitte den Kraus dich zu begleiten und zu kämpfen. 100 Einfluss. Sachlicher Soldat. Watch my back. Ja. Komm mit. Ja, und insofern geht das nicht. Und der Zyklus sieht wie folgt aus. Es ist eine Realtime-Stunde ist Tag, das sind dann 12 Stunden in-game. Und eine Realtime-Stunde ist Nacht, wieder mal 12 Stunden in-game. So sieht das aus. Bedeutet, die Parts hier werden wohl erstmal in der Nacht sein. Ich glaube, noch den Part und danach dürfte es wieder Tag werden. So, jetzt sind wir schon zu zweit. Ich glaube, zu zweit reicht auch schon. Jetzt gucke ich, haben wir Heilsachen haben wir dabei, glaube ich. Gehen wir gerade in mein Inventar. Jo, wir sind da ausgerüstet. Pistole habe ich mit Munition. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die Infektionsherde. So, wobei da hätte ich lieber jemand mit Nahkampfwaffe, ne? Was hat denn Dane Kraus für eine Waffe? Alan, wo ist Dane? Das ist nicht Dane, nein, nein. Alan. Dane Kraus hat auch keine Nahkampfwaffe, das wird ja total kacke. Ach, Leute. Komm mal mit, Dane Kraus. Wir holen uns jetzt aus diesem Ding. Ah, das ist für'n Arsch. Dann gehen die kaputt und dann sind die weg. Das ist auch blöd. Na, wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es einfach mal so. Mal sehen, was es wird. Das wird in die Hose gehen. Ich weiß das jetzt schon. Hubala, aber was soll's. Mr. Dane Kraus, lass uns es uns tun. So, okay, Leute. Da gehen wir doch mal vorsichtig in Richtung des Infektionsherdes und schauen doch mal, dass wir die Infektion loswerden. Was war das denn jetzt? I'm headed out. I hear ya. Oh Gott. Ah, wunderbar. Hättest du nicht vorher durchladen können, du Nase? So, mein Freund. Oh. Ja, geil. Das bringt ja gar nichts. Voll von Arsch. Oh man. Wenn ich überlege, wie viel Munition ich jetzt schon verballert habe. Scheiße. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Vor allem müssen wir ja auch in Häuser rein. Das ist doch für'n Arsch. Das ist doch echt für'n Arsch. Das kann man doch nur mit einer Nahkampfwaffe machen. Okay. Aber wir müssen die ja irgendwie loswerden, die scheiß Infektionsherde. Das bringt ja nichts. Also. Geht's los. Oh, 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 oh. Oh. Ihr seht mit der Maus steuern, ist voll von Arsch. Okay, man kann auch noch Nahkampf machen, das geht. Wenn ich die linke Maustaste benutze, macht er erstmal Nahkampf und switcht nur zur Waffe, wenn ich die rechte Maustaste verwende. Mach mal Licht an. Holy fuck! Ja, das ist ein Problem. Das ist ein massives Problem. Oh, fuck.
Ah, guckt euch das an. Okay. Na, wunderbar. Das war kein guter Plan. Los, wir hauen wieder ab. Das ist voll von Arsch. Wir brauchen einen Molotow-Cocktail und schmeißen den da rein. Das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen. Aber ohne Nahkampfwaffe, das ist ja komplett unmöglich. Lass uns mal abhauen. Holy shit. Das Ding ist ja... Voll ist das ja. Okay. So, Leute. Ich brauche Molotow-Cocktails. So. Und eine Nahkampfwaffe, das hat keinen Sinn. Das hat wirklich einfach keinen Sinn. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut und wir haben auch nur nicht viele davon. Oh, guck mal, wie viel von den Punkten ich nur noch habe. Oh mein Gott, mein Einfluss schwindet. Ups, das brauchen wir nicht. Oh doch, das brauchen wir. Oh, nehmen wir nochmal 20 mit. Verballern wir hier unsere ganze Munition. Ich habe das Gefühl, es läuft gerade überhaupt nicht optimal. Ich gucke jetzt mal, wie lange unser Häuschen noch braucht. 5 Minuten. Wollen wir dann nicht erstmal den anderen Dödel retten? Wollen wir erstmal die Mission machen, und der da Hilfe braucht und weit weg ist. Und dann gegebenenfalls, wenn wir wieder zurück sind und unsere Nahkampfwaffen reparieren können, dass wir dann diese Herde machen, weil das hat ja gar keinen Sinn. Wir sind auf jeden Fall... Wo ist er denn? Zombie-Infektionsherd. Schaffen wir sie aus dem Weg? Ja, ich weiß. Das hatten wir auch noch. Ne, ich wollte erstmal das hier machen. Rette den dummen Bruder. Das können wir mal versuchen. Wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Machen wir es einfach mal. Balls! Karre und los. Was soll der Geiz? So, let's go. Let's rock and roll. Jetzt muss ich kurz einmal auf die Map gucken. Oh oh. Und geil. Scheiße. Hier entlang. Boah, so ein Navi. Okay, er sagt, das ist pretty bad. Dann fühle ich es auch wieder pretty bad, dass wir wieder mal pretty doll keine Nahkampfwaffe haben. Das ist pretty stupid, ist das. Okay, das hier GTA mit Zombies, ey. Nice. So, gut, ein bisschen Busch reingeflippe hier da vorne. Wow, 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 wow. Oh, shit. Ja, ihr Dödel. Oh, shit. Wir sind irgendwie vom rechten Weg abgekommen. Und hier unser Kollege, der damit auf der Karre sitzt, dem ist alles egal. Also, scheiß drauf. Läuft doch. Machst du doch ganz gut, ne? Ja, ich weiß. Einfach alles umheizen. Wofür Nahkampfwaffe man ein Auto haben kann. So, wo ist der gute Mann? Fuck. Okay, das sieht für wahr irgendwie scheiße aus hier. Bam, 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 bam. So, wir machen mal weiter mit meiner Taktik des Überfahrens. Kick ihn runter, die Sau. Das Schöne ist ja noch, als dieses Spiel zum ersten Mal so angekündigt wurde, dann gab es dann so Screenshots davon. Und dann konnte man das sehen, dass man ein Auto fährt und dass dann da Zombies dranhängen und man die wegkickt und so. Also alles so ein bisschen so wie bei War Z. Schon Day Z. Bei The War Z, die auch mit so wundertollen Screenshots Leute hier Bauernfängerei betrieben haben. Das Schöne an dem Spiel ist, wie ihr seht, das stimmt auch noch. Das ist tatsächlich so. Das ist genial. Bam. Also es hat schon was. So. Ja, jetzt muss der auch noch nachladen. Junge, jetzt stirb hier mir nicht. Warte, ich bin gleich wieder da. Na toll. Ich gebe mein Bestes, aber... Darfst du hier nicht so sterben?
Oh Mann. Better make these count. Läuft, läuft. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles. Ist ja ekelhaft hier. Was ist denn hier schon wieder los? Schnauze! Noch 8 Schuss, wunderbar. Mal sagen, es glaube ich nur eine sind, treten wir mal lieber weiter. Jo, genau, und zerknallen einfach das Gehirn. So, wo bist du denn, Junge? Musst du hier irgendwo sein? Du bist nicht der Junge. Oh, ins Nichts geknallt. Wunderbar, so kann man seine Munition auch verknallen. Ich sehe nichts. Wir hätten nicht ohne irgendwelche Waffen hierher laufen sollen. Das war schon echt behindert. Sobald dieses Gebäude komplett durchsucht ist, lässt sich hier ein Außenposten einrichten. Das ist ja nett. Moin, Schließe. Ja, Wutz, ne? Kriegst du bisschen was ruf hier. Gut. Da. Da haben wir doch was. Bitte irgendwas, womit ich hauen kann. Brauch eine Waffe. So, hier. Ja, lass dir Zeit, ne? Ist ja nicht so, als würde ich es drängen. Oh, Munition. Das ist natürlich auch nett. Und, was ist das? Ein Leuchtesignal. Damit kann man sie weglocken. Area secure. No Zeds here. Ja, das ist schön. You might want to go check out that army camp. No telling how long they'll be there. Was? Radio home using links alt. Alles klar. Außenposten einrichten. Ruf nach Plünderern. Heimatbasis, ruft die Sammler herbei, um Ressourcen. Yeah. Statt einen Außenposten in dem Gebäude, in dem du dich gerade befindest. Lohnt sich das denn? Hier einen Außenposten zu stellen, das kostet 50 Punkte. Weiß ich nicht, ne? Können wir mal machen. Let's do this. Okay. Au! Oh, take a look at this. It's getting day. Na, wunderbar. So. Jetzt gucke ich noch in das andere Haus. Wir sollten doch eigentlich hier Jakob Ritter retten. Von dem habe ich noch nicht sehr viel gesehen. Ah, oh, schön, es wird wieder Tag. Welcome! Oh, ein süßer Bär. Okay. Hier sind ziemlich viele von diesen Bären. Oh, please wipe your paws. Na, wenn mich jemand wirklich bittet, meine Pfötchen sauber zu machen, dann mache ich das ausnahmsweise auch mal. Forst is open! Okay. Confirmed. We are Zed free here. Nice. Gibt das hier sonst noch irgendwas? Potenzial Heimatbasis. Sauber. Aber wo ist der Ritter? Bin ich überhaupt richtig? Ich habe das Gefühl, wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Nein, sind wir auch nicht. Ah, alles klar. Ups. Entschuldigung. Oh, guckt euch das an. Das ist hier wieder CryEngine 3. Manchmal scheint sie doch ein bisschen hervor. Sehr schön. Jetzt bräuchten wir trotzdem irgendwas, um uns mal zu verteidigen. Das sieht aus wie mein Keller. Na, ja, sieht besser aus als mein Keller. Ich geb's dazu. Er braucht einen Arzt. Eds Zustand verschlechtert sich. What the fuck ist denn hier los? Das ist gar nicht gut. Brauchen ein Auto. Nun gibt's hier kein Auto. Doch, da vorne. Aber da laufen die schon alle hin. Das ist scheiße. Sind ganz schön gearscht, Leute. Wir müssen die mal gerade umsneaken. What the fuck war das? Okay. Warum brennt das da jetzt? Warum brennt das jetzt nicht mehr? I don't know. Oh, so tagsüber sieht es dann doch schon wieder schöner aus. Aber das hat schon was, dass man es nicht wegspringen, also dass man es nicht überspringen kann. Ich muss das ja zugeben. Das macht das schon irgendwie herausfordernd, damit ich in der Nacht dann auch die mit den Situationen und Umständen der Nacht klarkommen muss, ne? Schnauze hier jetzt. Kümmer dich doch mal um das Vieh.
Mach die kaputt! Na also. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Irgendwie bin ich falsch abgebogen. Ah, das sieht schon hübsch aus. Also ich muss, ich kann das immer nur wieder sagen. Die haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, das ein bisschen wirklich, Sounds like there's some commotion out there. We've gotten our... Lily? You're starting to get closer. Where are you? Yo, I'm on it. Warte. Okay, we can do this. Wir haben zwar keinerlei Nahkampfwaffen, aber was soll's. Das sind auch nur dödliche Zombies. Wird ein bisschen getreten und dann läuft die Schose. Come on, let's get you and your friend out of here. No, no, that's okay. You just get him back to the church safe. I gotta get back to my brothers when they notice I'm gone. Eli, we've talked about this. I'm not ashamed to be seen with you. It ain't about shame. You know what Job would do if he caught us together. Your brother's an asshole. He's still my brother. I better move. You get him home safe. You get yourself home safe. Don't do anything stupid, okay? Hey, I'm young, quick, and I got a big ass wrench. What could go wrong? Ja, da hat er auch wieder recht, ne? We should probably toss one more of those things when we get a little farther up the road. Give him some more time to get clear. Ablenkung. Wie soll ich das denn machen? Da hinten oder was? Wir müssen da hinten Lärm machen. Ah, guck mal, hier so eine Bewässerungsanlage. Nice. Also irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass das klappt. Obstgarten. Oh, da gab es Ressourcen. Okay, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir müssen irgendwie eine andere Ablenkungsgeschichte finden. Hm. Vielleicht zu Fuß. Zombies up ahead. Go through, go around. Ich bin hier und jetzt? Wie mache ich laute Geräusche? Achso. You have exceeded my expectations and to you I say congratulations. What are you waiting for? Ah, hier, guck mal. Break it, fucking over here. Can I just go on the record and say that that really I've suck. Already done the calculations and I believe that I will be the victor. Over here! Jo, wir haben es, glaube ich, geschafft. That ought to be enough. They'll be too fixated on the noise to pay much attention to Eli. As long as he doesn't get cocky. Kehre nach Hause zurück. So, das machen wir jetzt noch. Das ist ein perfekter Abschluss für den Part. Ah, sieht schon... Ah, ich mag die Farben. Die sind so unglaublich cool. What the fuck ist geschehen? Ah, alles klar. Ich war das, glaube ich, vorhin auswendig. Ich habe F gedrückt und mit F wirft man die Scheiße weg. Verdammt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht unseren Kollegen umgebracht. Sind wir noch alleine? Sollten wir nicht zusammen sein? Ach, was soll's. Hauen wir einfach ab. Oh, sieht das hübsch aus. Nice. Hier, Schnauze. Ist mir alles egal. Ich got him, Lily. We're on our way home. Thank you. Kein Problem. So, I haven't seen you around the church before. Ow. What was that for? Oh lol, ey. Ah, das sieht doch schon nach einer coolen Karre aus. Aber egal, wir lassen sie stehen. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann mal. Und dann ist es gut, dass sie da noch steht. Wir haben ja einen Fahrbahnuntersatz jetzt. Wir fahren jetzt noch stumpf nach Hause. Ja, haben wir doch gehört. Aber wir fahren trotzdem noch nach Hause. Ja, ja, ja. So. Nix wie heim. Ja. How's it like? It hurts like hell. I think I twisted my ankle or something. Oh Gott, wir müssen. And nothing's broken. So lang. The little bed rest. I should be fine in a day or so. Ah, hier ist eine Baustelle. Don't expect me to be running around town dodging zombies until then. Aua.
Ich sollte vielleicht ein bisschen die Straßen benutzen, ne? Aber was soll's? Läuft ja so. Okay. So. Wow, fuck. Oh. Jump hier durchs Unterholz. Das ist nämlich Zombie-Apokalypse. So, wir sind da. Moin. Ah, das scheint unser Häuschen hier zu sein. Unsere Werkstatt. Darum kümmern wir uns aber auch erst im nächsten Part. So, Jacob gerettet. You know nobody's supposed to go out there alone. Will you please give it a rest? You're not Mom. And besides, I wasn't alone. Tell jetzt kommt's raus. Wilkerson again. That's none of your... I don't trust him. You know what his family's like. Eli's not his family. Just be careful, okay? I just got you back. I don't want to lose you again. Kriegen wir hin. Have you seen Dad recently? Oh, den nächsten, den wir retten dürfen. Last I saw him, he was going up to the lake to look for survivors. The lake, huh? Jo, später, ne? Später. So, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet drauf, wenn es eigentlich nur dunkel und Nacht war, ein wenig Spaß. Wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part wieder. Ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken, ne? Und ja, tschüssi, euer Blaufuchs.